Heute möchte ich mal zu den Wurzeln zurückgehen und für mich sind die Wurzeln tatsächlich die Schwimmschule, zumindest jetzt, was meinen Bereich heute angeht, das Erlernen des Kraulschwimmens für diejenigen, die gerade aus der Wassergewöhnung raus sind. Ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt irgendwie, nur weil ich 2000 Abonnenten habe, da irgendwie so eine besondere Folge rausmachen und das irgendwie so künstlich feiern, als ob es irgendjemand interessieren würde, wie viele Abonnenten. Allerletzten machen würde, wäre irgendwelche Gewinnspiele zu veranstalten. Leider habe ich jetzt hier so einen Rucksack bekommen von der Firma Smeed Sport und jetzt möchte ich ihn dann auch tatsächlich an euch weitergeben. Und du kannst dir überlegen, wem du diesen Rucksack tatsächlich vielleicht sogar schenken möchtest. Schreib es bitte einfach unten in die Kommentare und ich habe auch ein Instagram-Profil, wo ich mich total freuen würde, wenn du dem folgen würdest. Kraullernen für Einsteiger, da gehe ich meinen Weg und mein Weg unterscheidet sich vielleicht ein bisschen von dem, was ihr normalerweise kennt. Ich benutze explizit kein Brett und ich benutze explizit auch kein Pullboy, das ist das, was man zwischen die Beine steckt, sondern ich sage, okay, wir müssen erstmal lernen und das in folgenden Schritten, die Wasserlage richtig zu erlernen und sicher zu erlernen. Das zweite sind für mich dann eben das Antreiben über die Beine. Das dritte wäre für mich dann eben tatsächlich der Antrieb über die Arme. Und das ist für mich wie in so einem Computerspiel Level 1, Level 2, Level 3, bevor wir am Ende gegen den Endgegner antreten können. Und das kannst du dir wahrscheinlich denken, ist dann erst die Atmung. Deswegen möchte ich auch nicht irgendwelche Hilfsmittel benutzen. Das wäre so, wie wenn man so einen Cheating-Code eingibt in dem Computerspiel und sich freut, dass man das erste Level, zweite Level, dritte Level geschafft hat. Aber am Ende steht man da und kriegt es nicht gebacken, weil man einfach die nötigen Skills noch nicht hat. Kommen wir also zur Wasserlage. Und auch da arbeite ich wieder mit Bildern. Und das erste Bild, was ich eben habe, ist, derjenige, der das Schwimmen lernen möchte, ist ein Tablett. Derjenige, der dein Partner ist, um dir vielleicht Ängste noch zu nehmen oder der dir einfach dabei hilft, ruhiger auf dem Wasser zu liegen, ist der Ober. Der Ober nimmt seine drei Finger und legt sie dir ein Stück über das Steißbein. Wenn man eine Badehose anhat, ist es ein paar Zentimeter darüber. Bitte nur die drei Finger. Natürlich soll derjenige, der das Tablett spielt, lernen, wie er selbstständig eben sich aufs Wasser drauflegt und schwebt. Das Tablett, also der das Grau lernen soll, liegt auf dem Rücken, kann die Arme anlegen, wie es für ihn am angenehmsten ist. Ich empfehle dabei so eine Flügelhaltung. Das bedeutet, man nimmt die Arme etwas zur Seite, um da dann auch sich seitlich eben zu stabilisieren. Wenn das sicher läuft, dann könnt ihr eben anfangen, durchs Wasser durchzulaufen. Wenn ihr mit mehreren Gruppen im Lehrbecken seid, müsst ihr natürlich aufpassen, dass euch nicht gegenseitig die Köpfe einhaut. Und wenn das aber noch nicht gut klappt, gibt es meistens folgende Fehlerquellen. Das erste ist, dass der Kopf viel zu weit nach hinten genommen wird. Es gibt, warum auch immer, diese Vorstellung, wenn man sich flach aufs Wasser legen soll oder strecken soll, dass das Ganze so aussieht. Also da, wie immer, gilt eben tatsächlich Verlängerung der Körperlängsachse. Ihr könnt sie gerne an den Schopf ziehen, euer Tablett, um da dann eben zu merken, okay, mehr oder weniger, das ist in dieser Position und es ist nicht in dieser Position. Das zweite, was man falsch machen kann, ist, dass die Füße runterhängen oder dass die Unterschenkel runterhängen. Und da könnt ihr direkt mit dem nächsten Bild anfangen zu arbeiten. Und das nächste Bild, was unbedingt eingebaut werden muss beim Kraullernen, ist Ballerina-Füße. Die Ballerina-Füße zeichnen sich dadurch aus, dass sie völlig überstreckt sind. Wir kommen später bei den Beinen genau nochmal zu diesem Bild. Wenn das gut klappt, lauft ihr durch das Becken durch. Und wenn aber trotz alledem ihr alles vorher schon richtig gemacht habt und ihr merkt, euer Partner, das Tablett ist völlig verkrampft, dann gibt es einen weiteren Trick, der sehr, sehr erfolgsversprechend ist. Ihr nehmt die andere Hand, nur eine ganz minimale Berührung unter den Kopf reicht schon aus und dann hat euer Tablett oder der Kraullernende tatsächlich das Gefühl der Sicherheit und kann sich entspannen. Wenn die Entspannung kommt, liegt man flacher auf dem Wasser. Wenn man flacher auf dem Wasser liegt, kommt man ins Schweben. Ihr merkt, im Zweifelsfall kann dieser Schritt sehr, sehr lange dauern und ich möchte auch, dass du dir sehr viel Zeit nimmst, um genau das erstens ernst zu nehmen und zweitens das bestmögliche Sicherheitsgefühl eben dabei rauszuholen. Wenn das gut klappt, kann man die nächste Übung eben dran anschließen und die nächste Übung ist die Schubkarre. Bei der Schubkarre greift ihr nicht wie normalerweise fest um die Fesseln, sagt man noch Fesseln heutzutage,
sondern nimmt zwei Finger, geht mit diesen beiden Fingern ebenfalls in Rückenlage unter die Achillessehne und müsst so dann eben euer Tablett stabilisieren. Und er muss jetzt selbst die Haltearbeit in der Rumpfmuskulatur komplett übernehmen, um flach auf dem Wasser zu liegen. Wenn auch das wieder gut ausbalanciert ist, könnt ihr das gleiche Spielchen machen, wie beim Schubkarrenrennen nun mal einfach der Fall. Ihr lauft gerade durchs Wasser durch und ihr könnt dann als Tablett anfangen, mit der Armhaltung zu variieren. Das sicherste ist die Flügelposition. Als zweites kannst du deine Arme an deine Hüfte anlegen und tatsächlich dann zum allerersten Mal versuchen, dich groß zu machen, um noch besser auf dem Wasser zu liegen. Wenn auch das gut klappt, gibt es die Möglichkeit, eben die Arme zur Rakete zu bilden. Und wenn das hin und her laufen, Partnerwechsel, nochmal hin und her laufen, Partnerwechsel sehr gut geklappt hat, dann geht es los, dass das Tablett eigenständig wird oder die Schubkarre. Ihr nehmt weiterhin eben die beiden Finger unter die Achillessehne, lauft los und wenn ihr merkt, das Ganze ist stabil, könnt ihr euer Tablett wegschieben und es gleitet durchs Wasser. Wenn ihr dann super sicher seid, könnt ihr schon mal das Tablett loslegen und strampelt. Wir kommen gleich zu den Beinen und dann kann ich erklären, worauf ihr darauf achten müsst, wenn es darum geht, wie soll ich denn jetzt die Beine machen. Wenn das alles wunderbar gut klappt, kommt eigentlich schon der Test für die Wasserlage. Ihr könnt ja jedes Level, was ihr gegen euren Endgegner vorbereitet, könnt ihr ja so spielen, dass am Ende tatsächlich eben eine Prüfung bestanden werden muss. Und da ist jetzt die Prüfung das Schneckenrennen. Das Schneckenrennen ist vielleicht eine ganz andere Anweisung, als ihr es normalerweise geben würdet. Normal sagt er immer so schnell es geht. Jetzt geht es genau andersrum. Es geht ja nur darum, minimale Anstrengungen eben vorzunehmen, um eben tatsächlich ganz leicht auf dem Wasser drauf zu liegen und zu schweben. Wenn die Wasserlage gut ist, schwebt man. Wenn man schwebt, ist die Wasserlage gut. Also stoßt ihr euch leicht ab, nehmt die Arme in die Position, in die ihr kommen möchtet und treibt mit minimalen Rückenbeinen, weil ihr liegt ja in Rückenlage, eben durchs Wasser. Es ist natürlich vollkommen klar, wir wollen das Kraulschwimmen erlernen. Ich möchte aber die Atmung rausnehmen, also lege ich euch auf den Rücken. Wenn ihr dich jetzt in Bauchlage bewegst und das gleiche Spielchen nochmal durchmachst, ihr fangt an mit Schubkarrenrennen, sanft durchs Wasser drücken oder schieben, dann eben tatsächlich aus dem Schieben raus in so eine Raketenposition, aber mach eine langsame Rakete, die langsam durchs Weltall treibt, weil erstmal musst du tatsächlich die Wasserlage berücksichtigen und der Beinschlag kommt ja gleich. Level 2. Und bei Level 2, der Beinschlag, tue ich mir verdammt schwer. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich irgendwann mal mit den Tutorials aufhöre, dann erkläre ich, warum bestimmte Personen bei einem eigentlich ganz gut aussehenden Kraulbeinschlag plötzlich rückwärts schwimmen. Dieses Phänomen haben tatsächlich auch schon Bootsbauprofessoren und Strömungslehre, Physiker und so weiter auch versucht, mal irgendwie zu ergründen und wollten einen Roboter bauen, der Kraulbeine schwimmt und man hat festgestellt, keiner kann es so richtig erklären. Wenn ihr eine gute Idee habt, bitte schreibt es mir unten rein. Also kommen wir zum Thema Beine. Da ich noch nicht genau weiß, warum der Kraulbeinschlag so gut funktioniert, dass da bestimmte Personen eine Minute über 100 Meter Kraul schwimmen können, gebe ich jetzt einfach nur ein paar Tipps. Ich hatte es eben schon gesagt, ihr müsst die Ballerina machen. Die Ballerina zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihre Fußgelenke komplett überstreckt. Das kann zu Krämpfen am Anfang führen, weil du es bis jetzt noch nie gemacht hast. Und leider ist das eine Rückmeldung von mir als Trainer, dass du es dann gut machst. Es verschwindet mit der Dauer, mit der man das macht. Aber man kann sich sicherlich darauf einstellen, wenn man ein-, zweimal pro Trainingseinheit genau da unter der Fußsohle krampft, ist die technische Ausführung zumindest besser als vorher. Das Zweite, was natürlich schief gehen kann, sind die Beine, die plötzlich durchgeführt werden wie eben Fahrradfahren. Das bedeutet in unserem Fall, dass die Knie viel zu weit mit hochgenommen werden und der Beinschlag eben nicht mit einem gestreckten Bein durchgeführt wird. Eine gute Übung, die man dazu wählen kann, ist, dass man die Ellenbogen an den Wasserrand, heißt es Wasserrand? Beckenrand. Eine gute Übung ist, dass man die Hände an den Beckenrand, Überlaufrinne heißt es übrigens, an die Überlaufrinne legt und dann einen ungefähren Abstand von ca. 20 cm mit seinem Rumpf an der Wand hat. Dann habt ihr die Beine und den Rumpf senkrecht im Wasser und führt einfach nur langsame Pendelbewegungen mit den Beinen durch. Und wenn ihr merkt, dass ihr jedes Mal mit dem Knie an die Wand knallt oder vielleicht nur leicht Richtung Wand euch bewegt, merkt ihr sofort, oh, ich mach's zu viel aus dem Knie. Die gleiche Übung kann man machen, indem man sich auf den Rücken legt. Man legt ein Brett auf seinen Brustkorb und dann sind die Enden des Brettes immer so weit auf den Oberschenkel, dass wenn die zu weit hochgehen, habt ihr taktil eine Rückmeldung durch das Brett.
dass ihr zu sehr mit dem Beinen Fahrrad fahrt. Also wenn ihr das abgestellt habt, seid ihr, glaube ich, jetzt erstmal ganz gut gerüstet, um das Kraulen zu erlernen, nicht um perfekt zu kraulen. Es tut mir leid, wenn ich nicht sehr viel näher darauf eingehen konnte. Wenn du konkrete Fragen hast, schreib mir einfach und ich versuche vielleicht im konkreten Fall auch eine Antwort geben zu können, sodass ich jetzt überleiten möchte zum dritten Teil. Und auch der wird wahrscheinlich für dich überraschenderweise sehr knapp und sehr kurz, aber vor allen Dingen sehr einfach ausfallen. Ich habe es eben schon erklärt, das ist meine Herangehensweise. Man kann tatsächlich eben auch sehr erfolgreich sein mit einer Hand aufs Brett und einarmig Abschlag dann auf das Brett drauf schwimmen, wie auch immer. Ich möchte aber jedes Level, Wasserlage, Beine und Arme sauber halten, sodass ich es auch hier jetzt extrem einfach mache. Und das Bild, was ich dir mitgeben möchte, ist, glaube ich, überall bekannt und auch total einfach. Aber es funktioniert, also lass es uns benutzen. Das ist die Windmühle. Dein Arm greift extrem weit vorne rein. Dann wird er gerade letztendlich durchs Wasser durchgezogen. Ihr könnt in dem Tutorial vom letzten Mal nochmal nachschauen. Dann stelle ich das ein bisschen genauer vor, wie das mit einem Weinfass in Verbindung gebracht werden kann. Aber für die allerersten Schritte, und der Endgegner, die Atmung wartet noch auf uns, fällt mir erstmal nichts anderes ein, als zu sagen, wir machen es so einfach wie möglich. Vorne rein, geradeaus durch, hinten raus, oben schnell wieder rein. Man muss es dann sicherlich so beibringen, dass man erstmal die Arme in Zeitlupe durchführt. Und Zeitlupe bedeutet nicht Abschlag, sondern die Arme bewegen sich kontinuierlich, aber eben sehr, sehr langsam. Also nehmt mal eine Kamera und spielt irgendwas in Zeitlupe ab, dann wisst ihr, was ich meine. Die Beine aber müssen Vollgas gehen. Wenn die Beine nicht Vollgas gehen, dann habt ihr so wenig Antrieb, dass es schon wieder stressig wird. Also es ist einfacher, Vollgasbeine, Zeitlupenarme zu machen, als tatsächlich irgendwie versuchen, langsam zu schwimmen oder vielleicht dann doch zu sprinten. Das geht meistens in die Hose, merkt ihr, Zeitlupenarme, Vollgasbeine und natürlich Kopf im Wasser lassen, weil die Atmung können wir noch nicht. Und es ist die Herangehensweise, die bei mir immer sehr erfolgreich war, dass man das 20 mal 15 Meter macht. Man nimmt so eine Leerbeckenlänge, schwimmt dadurch und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Natürlich kann man die Pausen so wählen, dass man jede Bahn ohne Atmen eben tatsächlich schafft. Die kleineren Kinder müssen dann vielleicht mal anhalten und das ist auch nicht schlimm. Es geht nur darum, Bewegungserfahrungen zu sammeln, in Arme, Rumpf und Beine zu koordinieren. Das waren unsere drei Level. Ich werde dir im nächsten Tutorial 10 Dinge mit an die Hand geben oder 10 Übungen mit an die Hand geben, die dir es dann vereinfachen, tatsächlich eben Atmung, das Schwierigste, Arme, Beine und eben die Wasserlage einzuhalten und in Einklang zu bringen. Wundere dich nicht, wenn bei mir tatsächlich die Streckenlängen immer super kurz sind und die Pausen noch sehr, sehr lang, weil ich möchte die Komplexität eben tatsächlich aus einer konditionellen Nichtbeanspruchung rausentwickeln, um damit dir den Weg zum Kraulenlernen eben einfach zu vereinfachen. Ich möchte dich darum bitten, das Ganze auszuprobieren, wenn du es erlernen möchtest und lass dir für jede Übung sehr, sehr viel Zeit. Es kann ruhig eine Einheit, immer nur eine einzige Übung ausgewählt werden und es hilft dir sicherlich, um dann die nächsten Schritte einzuhalten. Wenn du einfach nur abhakst und sagst, habe ich einmal 10 Meter geschafft, alles klar, super, mache ich die nächste Übung, wird es nicht funktionieren. Das liegt im Kern der Sache. Du musst erstmal dir vertrauen und du musst die Bewegungserfahrung für dich gesammelt haben, um tatsächlich souverän dann den nächsten Schritt gehen zu können. Ich hoffe, du kriegst es hin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und denk dran, wenn du die Tasche haben willst, unten rein in die Kommentare und ab auf mein Instagram-Profil. Bis dann, ciao. Higher than your level, higher than your level.